So, steig aus. Jetzt gibst du deine Marksman, deine Military. Das ist Bankautomat. Seid ihr dumm, Digga? Die Straße hoch ist Bankautomat. Und dann erstmal 1 gegen 3 versuchen, ne? Auf Zim, so dann. Kollege, erstmal 1 gegen 3 versuchen, ne? Hab ich schon nicht so zu tun, oder? Jungs, wir müssen gehen. Digga. Fotzen, was? Was für Fotzen? Was für Fotzen? Bist du behindert, Digga? Hast du nicht gelernt, du kleiner Knecht? Das kann für ein Bastard sein, Junge. Pass auf, jetzt nicht schießen, Wegen FIB und so. Nicht, sonst bretter ich durch, wenn die da stehen. Kann man die noch wegfetzen, safe, oder? Ja, ja. Oh, Mann, der fliegt jetzt hier. Ja, ich knall ihn ab. Nein. Digga, was macht der? Fahr mal rechts ran. Rechts ran, warum? Mit das FIB. Jojo. Was soll ich machen? Entweder fahrt ihr jetzt rechts ran oder wir schießen auf eure Reifen, Jungs. Nee, das ist nicht kompetent. Wir wollen das natürlich. Ja, was ist denn los? Letzte Chance, alle aussteigen. Kann ich Ihnen helfen? So, Jungs. Was soll das denn? Was denn? Was denn? Ja, ihr habt geschossen auf andere Kollegen. Jungs, ich hab den auf wen? Ja, der eine packt erstmal seine Lampe voraus. Kommt mal mit an die Wand, alle Jungs. Warum denn? Weil ich das sage. Was denn? Aus welchem Grund? Ich jetzt. Ich check ihr habt gar nicht. Auf andere Zivilisten geschossen, das ist doch. Auf welche denn? Wo? Wölfepark? Nein, haben wir nicht. Ich hab das doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Ihre Augen täuschen sie. Jungs, jetzt ab an die Wand. Sie täuschen sich. Muss ich jetzt Gewalt anwenden? Warum denn Gewalt? Wir können das doch mit Worten klären, oder nicht? Wollt ihr euch jetzt an die Wand stellen, oder müssen wir euch alle weglasern? Ja, hier ist Stern. So, tasern, warum brust du jetzt, hallo? Ja, Medic, du kannst mal weggehen. Achso. Lass was können. Ich auch. Ja, an die Wand. Hände hoch, das knallt, Hände hoch, das knallt. Wir können rein. Pass auf. Lauf. Nein, wir laufen. Was, Mann? Medic. Ich muss ins Krankenhaus, Medic. Okay, dann kommen Sie. Medic. Das ist mir. Wartet noch kurz, ich geh kurz runter, falls der hier unten ist. Ja, okay. Oha, was? Er sagt, er ist der Einzige, der kompliziert. Mal kurz, ich muss kurz was einpacken. Perfekt. Perfekt. Wenn wir gerade dabei sind. So, kannst du direkt deine Marks mehr geben? Ich geb dir meine Marks mehr ganz bestimmt nicht. Dann kriegst du noch mehr Widerstand wegen Widerstand. Was, Digga, willst du mich verarschen, Alter? Was wegen Widerstand, Junge? Wer dich denn verarscht, Alter? Folg mir mal ganz kurz. Ich werde zu meiner Sicherheit erstmal die Fesseln vorne ansetzen, ja? Ja. Aber die Hände runter, bitte. Zustellen, zu meinem Bruder. Perfekt. Was mein Kollege meint, ist, sie bekommen dann, wenn sie und die nicht geben, bekommen sie die Akte Widersetzung polizeilicher Maßnahmen. Das aber sie sagen. Wissen schon, dass er mir etwas aufzwingt, was ich gar nicht bisschen machen näher, muss. Bisschen näher, ich höre die nicht. Ja, natürlich. Ich bin nicht gezwungen, also, etwas aufzugeben. Und deswegen wollen sie mir etwas reindrücken, oder was? Also wenn wir die, das von ihnen verlangen, dann müssen sie uns die geben. Wenn sie die nicht geben, dann ist es eine Widersetzung einer Maßnahme von der Polizei. Aber sie können die Waffen doch selber aus unseren Taschen nehmen. Wieso müssen wir die Idee geben? Jungs, sie können die selber aus unserem. Das macht keinen Sinn. Lass mal sagen jetzt, wenn wir die aus unseren Taschen nehmen, dann können wir die nicht in die Asservaten kommen. Ja eben, das ist ja auch, der Sinn davon. Sind. Ich bin doch ein Verbieter, willst du mich verarschen? Ja, erzähl mir keinen Quatsch. Erzähl du mir doch keinen Quatsch. Du redest sehr viel Quatsch. Ich rede viel Quatsch. Ja. Wenn wir die jetzt konfrontieren, dann können wir die selber schauen. Quatsch zu reden. Ich gebe eine Military, ich gebe eine Marksman, sie lassen uns laufen, tamam. Ich geb ihnen alle meine Waffen, sie lassen uns laufen. Alle. Ich habe Waffenarsenal mit. Oder? Ich möchte hier ein Wort. Hallo. Ich gebe ihnen, das ist dann kein Widerstand. Nein, ich scheiß auf den Widerstand. Sie lassen mich laufen, wenn ich ihnen alle meine Waffen gebe. Alle. Ich gebe ihnen alles, was ich möchte. Meine Schutzwesten, meine Medkits, alles. Am Ende, die ficken mich. Okay, ja. Ey, aber ihr lasst mich dann laufen, und mein Bruder auch. Richtig, ich such den anderen Kollegen mal. Ey, aber wenn wir euch laufen lassen, dann sehen die keiner. Nein. Das war nur ein böser Zufall, wir wollen nicht gegen den FIB. Nehmen wir euch einmal irgendwo, dass ihr das erzählt, dann nehmen wir euch hops, dann töten wir euch. Ja. Ja, gebt ihr uns jetzt euer Wort, dass ihr uns aber auch dann wirklich laufen lasst? Ja. Ja, komm, wir lassen sie laufen, es reicht jetzt. So, du? Rechts?
Ja, wir lassen sie laufen. So, der von mir rechts soll das sagen? Ja, wir lassen sie laufen. Du in der Mitte? Wir lassen sie laufen. Du jetzt ganz links? Jungs, okay, wir lassen sie laufen. Ja. Ich geb ihnen doch alles, nimm sie mit dir. Das perfekt. So, ja. Aber sie lassen mich laufen. So, das okay, Militärgewehr gibst du hallo, dann gleich hallo, sofort. Hallo, sie lassen mich laufen, oder? Wir lassen sie laufen. Okay. Wenn du eine Waffe fallen lassen solltest, dann... So, an wen, die Military? Hier. An den hinter dir. Oh, die Military habe ich eben abgezogen, Mann. Das ist schlecht natürlich, ne? Ey, wir machen das so, Manu, du gibst die Sachen ab, du läufst schon mal weg, ich geb die Sachen, danach lauf ich. Und jetzt gibst du mir noch deine Marksman. Marksman, bitteschön. Ja, dann nimm du den schon mal. Was hier noch? Warte, nein, warte, hör mir zu, hör mir zu. Wir machen das so, wenn mein Bruder weg ist, dann gebe ich den Rest und danach darf ich gehen. Ja, das ist hier doch kein Spiel, Mann. Mach das Bruder, was für ein Spiel. Ey, was für ein Spiel. Okay, ich lauf jetzt, ne? Ja, okay. Manu, funk durch, wenn du bei der Garage bist und weg bist. Ja. Dann mache ich ihn jetzt einmal die Handschuhe ab. Ey, wie bitte? Wie dann gibst du mir eben alle so Sachen. Was? Ich habe noch einen Schlüssel, weil mit denen muss ich nicht gehen, ne? Schlüssel brauchen sie nicht. Alles klar, wir fangen erstmal da an. Dann fangen wir... Nein, Bruder. Ich kann dir auch Widerstand. Ich geb dir alles, das verspreche ich dir, wenn ich höre, dass er weg ist. Auch die Medkits? Drück dir gleich Widerstand, das ist mir so egal. Hä, warum machst du jetzt diesen? Ich rede doch ganz normal mit dir, ob ich auch noch Medkit so reingeben kann. Ich geb dir jetzt 5 Sekunden, bis du die erste Waffe gibst. Du zielst? Hä? Hä? Ohne Sinn? Falls du die Waffe ziehst. Bruder, ich schwöre dir bei Gott, ich werde keine Waffe zielen. Das schwöre ich dir. Gib jetzt die Waffe. Komm ich danach wirklich weg? Wo seid ihr, Mann? Warte, warum funkt mein Bruder nicht mehr durch? Man braucht ein bisschen Zeit. Warum sind die... Darf ich kurz durchfunken, ob er wirklich weg ist? Ah, dann gib jetzt die Waffe weiter. Ich will nur funken, ob er wirklich weg ist. Wir warten jetzt weiter. Warum sind denn deine zwei mitgelaufen? Warum? Warum sind deine zwei mitgelaufen? Gib die Waffen jetzt. Ja, ich rede mit dir, warum sind die zwei mitgelaufen? Weiß ich nicht, komm. Okay, wenn ich dir das jetzt gebe, darf ich wirklich laufen? Ja. Das sind drei PD-Leute. Darf ich jetzt laufen? Dreh dich um, ich durchsuche dich noch einmal. Selber schuld, ich verbessere. Du willst mir wieder Fesseln anmachen, ne? Dann durchsuche dich so, Digga. Besuche dich einmal. Kannst du vielleicht mal erklären, wieso du hier im Stoff... ich hab noch eine Atomanzeige vergessen. Ja, die kann ich dir so wegnehmen, wenn du willst. Achso, okay. Soll ich dir nicht geben? Manuel, ich weiß, du hörst mich im Funk, ne? Warum bist du so dumm und steigst nicht in mein Auto ein? Ja, Arschlöcher. Eingelegt. Erst nicht. Ich werde dich suchen. Dagegen das Messer bei dir gefährlich ist, kann keiner was sagen. Ja. Wie viele Afternight hab ich denn? Ja, warte, kann ich. 190.000. Sag ich nicht beide einmal. Hast du beide? Ja. Sag mal bitte jetzt. Ja. Yes, möchte sie die wissen. Ja. Mhm. Bongo, sie haben 55 Afternighten. Für? Besitz einer illegalen Waffe und Mord in mehreren Fällen, also 2. Manuel. Was hast du? Und Manuelsen. Die haben ebenfalls 65 haben sie, weil sie noch schwere Drogen. Ah, mir hätte nicht dürfte ich einmal nochmal die Dienstnummer von allen dreien bitte hier wissen? Ja, natürlich. Der eine ist 50, der andere ist 09. Und sag mal du. 09 bin ich. 09, der andere? 50. 50, der andere? 12. 12? Einsteigen jetzt, Jungs. 12? Einsteigen jetzt. 12? Sag mal. Was verstehst du daran nicht? Sag doch jetzt, sag jetzt. Ja. 12, Tamam. Ich bedanke mich. Er sagt sogar ja, ich verspreche, ich schwöre, ich lasse dich laufen. Ich meinte auch so die ganze Zeit, Bruder, warum funkt mein Bruder nicht? Warum sind die zwei hinterhergelaufen? Warum? Er sagt, ja, gib mir jetzt, oder ich drück dir noch mehr rein, Anstatt so ein bisschen mitzuspielen oder so, dass wir jetzt laufen. Aber egal, Manu, egal. Nein, scheiß drauf. Hauptsache umknallen, scheiß drauf. Gönn ihnen einfach die Sachen, weißt du schon. Wir haben nicht mal auf sie gezielt, als sie uns, Doch, also der andere hat auf mich gezielt. Also wir haben ihnen gesagt, dass sie einmal rechts ranfahren sollen. Wenn nicht. Wir sind alle ausgestiegen. Wir hatten die Waffen draußen, aber haben nicht auf sie gezielt.
Kannst du mir die Tür aufmachen? Ich komme nicht raus, ne? Mach mal die Tür auf, Tilly. Oh ja. Dankeschön, Bruder. Jo. Ja. Ja. Stabil, ich bin in der Nacht. Ich hab meinen Kurs, ich hab meinen Kurs.